Sehr geehrte Portalfreunde, mein Name ist Regine Grimm und ich bin 54 Jahre alt. Am 20.12.2016 wurde ich bereits als Direktkandidatin für den Wahlkreis 33 im Wuppertal einstimmig gewählt. Das freut mich sehr. Was habe ich seit meinem Eintritt für die Partei geleistet? Als noch nicht registriertes Mitglied habe ich für die im Mai 2014 anstehende Kommunal- und Europawahl Unterschriften gesammelt und war bei Ständen vor unserem Barmer Rathaus dabei. Ich wurde damals in die Barmer Bezirksvertretung gewählt, der ich auch heute noch angehöre. Am 5.2. wurde ich Sprecherin im Kreisverband Wuppertal, musste dann aber am 28.09.2015 wegen einer Erkrankung zurücktreten. Gott sei Dank hat sich meine Erkrankung als behandelbar erwiesen und ich will und werde mich jetzt gern wieder einbringen. Ich bin Mutter zweier Söhne und muss Ihnen gestehen, dass ich im Moment sehr froh bin, keine Töchter zu haben. Denn eins kann ich Ihnen versichern, die Freiheiten, die im Moment meine Söhne genießen dürfen, hätten Töchter bei mir nicht. Ich hätte den dringenden Wunsch, sie vor dem zu beschützen, was vielen Mädchen und jungen Frauen zum Beispiel in der Kölner Silvesternacht passiert ist. Laut Statistik sieht es leider so aus, dass derzeit alle 3 Minuten in Deutschland eine Frau körperlich oder sexuell missbraucht wird. Aber nur jede 20. diese Verbrechen auch zur Anzeige bringt, sei es aus Angst vor den Tätern oder aus eigenem Schamgefühl. Seit 1978 bin ich beim Amtsgericht Wuppertal als Justizangestellte tätig. Damals sehr froh über diese Berufswahl, musste ich sehr schnell feststellen, dass dies ein Problem ist, wenn man einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Von daher ist auch im Moment der Bundesjustizminister Herr Heiko Maas mein spezieller Freund. Ob es nun um Kinderehen geht, die er nicht grundsätzlich verbieten will, da sie ja seiner Ansicht nach dem Kindeswohl dienlich seien, ein Schelm, der ihm Böses dabei unterstellt. Man könnte fast meinen, er wäre bei den Grünen. Oder ob er sich für 7.000 Euro zu einem Essen einladen lässt und hinterher behauptet, von nichts zu wissen. Und ob er sich der Arbeitskraft einer ehemaligen freiwilligen Stasi-Mitarbeiterin, die eigentlich hinter schwedische Gardinen gehört, bedient, um andersdenkende Menschen auszuspionieren und ihnen damit zu schaden. Von daher interessiere ich mich ganz besonders für den Ausschuss Demokratie, Recht und Freiheit, der sich mit diesen mir am Herzen liegenden Themen beschäftigt. Ebenfalls möchte ich mich dafür einsetzen, dass Volksentscheide, Opferschutz vor Täterschutz und strafrechtliche Verfolgung von Wahlbetrug dort ein Thema werden. Zum Wahlbetrug noch folgendes Zitat aus einem Artikel von der Welt am Sonntag vom 11.12.2016, in dem Brüssel eine Verlängerung der deutschen Grenzkontrollen ablehnt. Und jetzt kommt's, Zitat Anfang. Die Bundesregierung und das Land Bayern bemühen sich nach Informationen der Welt am Sonntag um eine Verlängerung der Grenzkontrollen. Am besten bis nach der Bundestagswahl im kommenden September. Es ist unglaublich und wir alle können uns denken, was das dann für Deutschland bedeutet. Offensichtlich soll wieder nur Handlungskompetenz simuliert werden, um Stimmen zu ergaunern. Und nun zum Ende meiner Rede nehme ich mir das Recht heraus, im Namen unserer Wähler noch ein paar Worte an Sie zu richten. Bitte, legen Sie die Querelen untereinander nieder. Geben Sie uns Wähler die Chance, die Alternative für Deutschland wählen zu können und machen Sie dann die Politik, die unser Land so dringend nötig hat. Der Gegner steht nicht innerhalb der Partei, er steht draußen. Kandidatin Grimm hat uns Zeit geschenkt, dann wäre jetzt Raum und Zeit für Fragen an die Kandidatin. Gibt es Fragen an die Kandidatin Grimm?
Frau zur rechten Seite. Ist offensichtlich nicht der Fall. Linke Seite. Ist auch nicht der Fall. Dann zähle ich ab. 3, 2, 1, 0. Bedanke mich recht herzlich bei der Kandidatin. Dankeschön.